Hi, willkommen zurück. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute dreht sich alles um schlechte Gewohnheiten. Ich habe 5 schlechte Modegewohnheiten, die man 2019 am besten hinter sich lassen sollte. Eigentlich bin ich ja kein Freund davon, auf negative Dinge aufmerksam zu machen. Aber irgendwie finde ich, dass gerade so ein Jahresanfang etwas ganz Besonderes in sich trägt. Alle haben so eine Art Aufbruchstimmung. Viele Menschen sind eher dazu geneigt, Veränderungen zu wollen oder Veränderungen zu starten, neue Gewohnheiten zu implementieren. Und ich dachte mir, dass es gerade jetzt sehr interessant sein könnte, diesen Input zu geben. Ich bin eigentlich ein Freund davon, dass man das ganze Jahr über nutzen kann, um Dinge zu verbessern, wenn man irgendwo Verbesserung braucht, Dinge zu verändern, die vielleicht nicht so gut laufen. Man hat das ganze Jahr über Zeit. Aber wie gesagt, ich finde, das ist ein frischer Start, wenn man so möchte, ins neue Jahr. Und deswegen wollte ich dieses Thema heute machen. Wenn euch Modethemen interessieren, dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mit mir schreibt, Kommentare da lasst. Ich würde mich freuen, euch auf meinem Kanal wiederzusehen. Und die erste schlechte Modegewohnheit, die ich 2019 unbedingt lassen möchte, sollte, wie auch immer, ist dieser Zustand bzw. dieser Satz, ich habe nichts zum Anziehen. Ich finde, das ist ganz, ganz traurig. Ich habe selbst diesen Satz schon sehr, sehr häufig gesagt, gerade in der Vergangenheit, als mein Kleiderschrank noch ein ziemlicher Chaos war und ich nicht so glücklich damit war. Und das ist auch eines dieser Gründe, warum man diesen Satz als Frau hier und da auch mal sagt. Man hat nichts zum Anziehen. Der Grund ist einfach, dass man Teile hat, die entweder schon super alt sind, Teile, die einem vielleicht nicht mehr passen, Teile, die einen irgendwie nicht richtig glücklich machen. Oder es herrscht wirklich Chaos und Unordnung und man hat keine Übersicht, man hat keinen Überblick über die Teile, die man wirklich hat und über die Schätze, die man dann vielleicht hat. Vielleicht hat man auch vergessen, was man sonst noch so besitzt, weil sie in den Untiefen des Kleiderschranks gehortet sind. Spätestens dann ist es Zeit, auszumisten und sich seiner Garderobe ganz, ganz neu zu widmen und sich auch zu hinterfragen, welche Teile machen für einen denn jetzt momentan Sinn? Welche Teile würde man sich noch wünschen in seiner Garderobe? Welche Teile kann man getrost abgeben? Vielleicht hat sich ja der Körper im Laufe der Zeit verändert. Vielleicht hat sich aber auch euer Stil oder euer Geschmack im Laufe der Zeit verändert. Oder vielleicht habt ihr ja auch irgendwie einen neuen Job, der eine neue Garderobe fordert. Was auch immer der Grund ist, es ist Zeit, sich seinem Kleiderschrank, seiner Garderobe nochmal völlig neu zu widmen und wirklich ein bisschen tiefer zu gehen und zu hinterfragen, welche Teile man wirklich braucht, welche einen glücklich machen, welche zu einem passen und welche Sinn machen. Ich glaube, niemand ist gerne in diesem Zustand, nichts anzuziehen zu haben. Also niemand sagt es gerne. Ich glaube, wir möchten alle gerne den Kleiderschrank aufmachen und sehen, yes, diese Option habe ich und alle sind momentan machbar. Die zweite schlechte Modegewohnheit, die man 2019 lassen sollte, ist es, Teile anzuziehen, die einem eigentlich nicht mehr passen oder die einen eigentlich gar nicht richtig glücklich machen. Ich glaube, häufig halten wir an bestimmten Teilen fest, weil sie vielleicht ganz bestimmte Erinnerungsstücke sind oder weil wir noch die große Hoffnung haben, vielleicht irgendwann doch in solche Teile reinzupassen, weil wir vielleicht zugenommen haben oder abgenommen haben, was auch immer. Ich habe das Gefühl, sehr viele Frauen haben sehr viele Teile im Kleiderschrank, die irgendwie gar nicht mehr so richtig funktionieren momentan. Und das ist auch okay, hier und da einen Teil zu behalten, einfach nur um zu gucken, vielleicht passt man da doch nochmal in diese eine Jeans rein oder ich weiß nicht, vielleicht ist es eine Erinnerungsstück, das man einfach wirklich behalten möchte. Aber eigentlich kann man sehr, sehr viele dieser Teile ausmisten. Vielleicht macht man ein Foto und sammelt Erinnerungsstücke jetzt als Album und nicht wirklich als Teil, was man festhalten kann. Aber hier und da finde ich es in Ordnung, einen Lieblingsteil oder einen Teil, mit dem man sich ein bisschen vergleichen kann, zu früher oder so zu behalten. Absolut in Ordnung. Aber es sollte auf keinen Fall so sein, dass der Kleiderschrank platzt vor lauter Teile, die nicht funktionieren, die einfach nicht gehen. Dieser Zustand, den Kleiderschrank aufzumachen und mental aussortieren zu müssen schon. Das geht nicht. Das passt mir eigentlich nicht. Die Farbe ist eigentlich nicht in Ordnung. Das kann ich jetzt damit nicht anziehen. Vorher mental auszusortieren ist einfach anstrengend und hinterlässt ein negatives Gefühl. Dagegen ist es viel, viel schöner, den Kleiderschrank aufzumachen, zu sehen, die alle Optionen habe ich und alle sind machbar, alle kann ich anziehen. Ich muss mich nur entscheiden, was mir jetzt am allerbesten gefällt. Die dritte schlechte Modegewohnheit ist es, ständig etwas an seinem Körper oder an seiner Kleidung auszusetzen zu haben oder rumzumeckern. Das ist eine sehr, sehr ungesunde Haltung. Und gerade da ist es ganz, ganz dringend notwendig, dass man Kleidung im Kleiderschrank hat, die für einen funktioniert und die einem das Leben nicht auch noch schwerer macht. Wir alle haben irgendetwas an unserem Körper, das uns vielleicht nicht ganz so gefällt. Jeder hat so seine Makel, jeder
achtet auf unterschiedliche Dinge. Und das heißt jetzt nicht, dass man nicht bestimmte Dinge in Angriff nehmen sollte, wie auch immer das aussieht. Das kann jeder für sich selber entscheiden, aber letztendlich tut uns Kleidung ja auch einen Gefallen, wenn sie für uns funktioniert, wenn wir Teile rausfinden, die uns das Leben leichter machen, wo wir nicht ständig an uns rumzuppeln müssen, wo wir nicht Unsicherheiten haben, sitzt das noch da, wo es sitzen sollte. Wenn wir uns in unserer Kleidung wohlfühlen, dann transportieren wir das auch nach außen und dann haben wir auch eine viel gesündere Haltung, auch eine innere Haltung. Die vierte schlechte Modegewohnheit, die man 2019 unbedingt sein lassen sollte, ist es, kopflos shoppen zu gehen oder Frustshoppen zu machen. Wenn ihr jetzt an dem Punkt seid, dass ihr euer Kleiderschrank ausgemistet habt und ihr jetzt auch ein bisschen ein besseres Gefühl dafür entwickelt habt, welche Teile euch nicht gut tun, dann ist es jetzt an der Zeit, euch einen guten Plan aufzustellen und euch Gedanken darüber zu machen, welche Teile für euch jetzt funktionieren könnten, welche Teile euch jetzt glücklich machen könnten, welche Schnitte euch jetzt schmeicheln könnten, welche Farben zu euch passen könnten und wirklich, wieso euer neues Stilempfinden ist. Ich werde euch zwei Playlists hier in der Infobox, an der seitlichen und auch unten in der Infobox verlinken, wo ich eine Reihe habe, wo ich meine eigene Capsule Wardrobe aufgebaut habe. Falls ihr diese Serie noch nicht kennt, könnte sie euch vielleicht weiterhelfen und auch die Reihe Finde deinen Stil. Vielleicht findet ihr dort ja hilfreiche Informationen für euch, die euch helfen könnten herauszufinden, was für euch am besten passen könnte. Mit einem guten Plan shoppen zu gehen und wirklich gezielt nach Teilen zu suchen, die für einen funktionieren, ich verspreche euch, das wird euch 10-mal glücklicher machen, weil es euch langfristig was nützt und nicht einfach nur schnell für den Moment was taugt. Und die letzte und fünfte schlechte Modegewohnheit ist es, Teile zu schnell zu waschen oder sie einfach falsch zu waschen. Ich finde, die Schätze, die wir dann letztendlich in unserem Kleiderschrank haben, die sollten wir auch gut pflegen und gut behandeln. Und jeder Waschgang, den wir mit unserer Wäsche anstellen, strapaziert die Faser. Jeder einzelne Waschgang lässt die Faser ein kleines bisschen stärker altern und ist manchmal auch wirklich unnötig. Und ich finde, manchmal als Zwischendrin-Lösung ist es eine ganz gute Option, Teile in den Gefrierschrank zu legen. Also nicht alle Teile, wirklich nicht alle Teile, aber hier und da vielleicht mal einen sehr guten Wollpullover, der ja auch vom Waschen her schon so ein bisschen leidet, den vielleicht einzufrieren für ein paar Stunden. Die Bakterien werden auf diese Weise abgetötet und hinterher einfach zum Lüften nochmal raushängen und ins Fenster hängen oder an den Kleiderschrank außen hängen, damit es ein bisschen auslüften kann, für zwischendrin als Option, damit man nicht ganz so häufig waschen muss. Und ich merke auch, das ist auch eine Gewohnheit, die ich nach wie vor selber an mir, also ich habe das immer noch nicht gelöst, ist es, man möchte so gerne eine Waschmaschinenladung vollkriegen. Man möchte jetzt nicht nur ein Teil waschen, sondern möglichst viele Teile zusammen, damit man ein bisschen sparsamer unterwegs ist. Aber bei manchen Teilen wie Unterwäsche, Sportsachen oder wirklich Wolle, Seide, da ist es besser, wenn man sie separat wäscht und wenn man sie vielleicht sogar in einem Waschbeutel wäscht und da einfach ein bisschen besser Pflege betreibt. Also das waren jetzt fünf schlechte Modegewohnheiten, die man 2019 am besten lassen sollte, hinter sich lassen sollte. Was sind denn so schlechte Gewohnheiten, die ihr hinter euch lassen möchtet? Wenn ihr diese Sachen mit mir teilen möchtet, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr euch neue, bessere Gewohnheiten aneignen möchtet, dann schreibt es mir auch. Es würde mich interessieren, mich mit euch da ein bisschen auszutauschen. Es würde mich freuen, von euch zu hören. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.